Hallo, ich bin's wieder, Siruma aus Thailand. Herzlich willkommen auf unserem YouTube-Kanal Edu. Das steht für Erfolgreich Digital Deutsch unterrichten. Hier möchte ich euch wie immer mit Tipps und Ideen helfen, digitale Medien im Unterricht erfolgreich einzusetzen. In unserer letzten Folge ging es darum, was man wie auf YouTube machen kann. Dafür gab es einige Likes. Vielen Dank an euch. Und es gab auch schon Feedback. Zum Beispiel haben einige gefragt, ob ich nicht noch mehr technische Sachen erklären kann, so wie beim letzten Mal. Aber im Internet gibt es schon viele Videos dazu. Dort zeigen Experten genau, wie bestimmte technische Sachen funktionieren. Und deshalb geht es dieses Mal darum, wie ihr solche Videos findet. Als Beispiel habe ich QR-Codes gewählt. Diese Quadrate habt ihr auch schon gesehen, oder? Die gibt es heute fast überall. Und auch in unseren Unterrichtsvorschlägen gibt es diese QR-Codes zum Scannen. Also, wie finden wir Hilfe? Zuerst öffnet ihr euren Internetbrowser. In die Zeile hier oben schreibt ihr jetzt, wonach ihr sucht. Kleiner Tipp. Sucht nach diesem Symbol, der kleinen Lupe. Das ist das Symbol für die Suchfunktion. Also, in unserem Beispiel wollen wir wissen, wie man QR-Codes scannt. Wir schreiben hier also einfach QR-Code scannen und drücken die Enter-Taste. Da wir Videos suchen, klicke ich auf Videos. Hier seht ihr jetzt, dass es eine Menge Videos zu dem Thema gibt. Klickt einfach auf das erste Video. Wenn euch das nicht hilft, probiert es mit dem nächsten. Das Tolle daran ist, dass es solche Videos in vielen verschiedenen Sprachen gibt. Nur als Beispiel tippe ich hier in die Suchzeile meinen Satz auf Thai ein. Und jetzt könnt ihr sehen, dass es auch Videos auf Thai gibt. Auf Spanisch funktioniert das auch. Bitteschön. Solche Erklärvideos gibt es für fast alles. Und das Gute ist, es gibt immer wieder neue Videos für die neuesten Versionen von Apps und Programmen. Probiert es einfach mal aus. Und sagt mir, ob es funktioniert hat. Schreibt mir einen Kommentar und berichtet von euren Erfahrungen. Vielleicht könnt ihr ja auch ein Erklärvideo empfehlen. Postet doch den Link hier in den Kommentaren. So, das war's schon wieder von mir. Wenn ihr wissen möchtet, was ihr noch alles auf unserer Webseite finden könnt, dann schaut euch die nächste Folge an. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Schön, dass ihr reingeschaut habt. Tschüss und bis bald, eure Siruma.